Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön bist du da. Ich möchte dich nämlich heute mitnehmen in eine sehr tiefgehende, aber auch sehr ganzheitliche Folge über Human Design und was das für dich, dein Leben und dein Business bedeuten kann. Was ist Human Design? Was ist in allen Bereichen möglich, wenn du dein Design lebst? Und ich nehme dich mit auch auf ganz persönliche Erfahrungsreisen, also da in mein Experiment, was da in allen Bereichen so ja, passiert ist und passieren wird und bei dir vielleicht auch passieren kann, wenn du dich mit deinem Human Design befasst. Darum sage ich, ist es so ganzheitlich. Ich nehme dich mit in den Bereich Beziehung, in den Bereich Leben als Familie oder mit Kindern, in den Bereich körperliche Gesundheit, in den Bereich Sport und in den Bereich auch Business und in den Bereich dich als Frau, dich als Mann. Und da gehe ich jetzt schön der Reihe nach durch und erzähle dir aus diesen verschiedenen Bereichen, wie das bei mir ganz, ganz vieles verändert hat. Und vielleicht wünschst du dir in einem der Bereichen Veränderung oder Verbesserung. Und das ist wirklich, Human Design kann dir so einerseits die Augen öffnen und andererseits auch Verständnis geben für dein Gegenüber oder deine Mitmenschen, deinen Körper, dein Arbeitsumfeld oder auch deine Sportkollegen und vor allem aber auch für die Einzigartigkeit der Menschen. Und du erkennst dich wieder, du erkennst auch, was dich ausmacht, du erkennst mit Human Design auch, was du an dir wertschätzen und vielleicht noch mehr anerkennen darfst als bisher. Und das ist das Schöne, das ist das Geschenk von Human Design. Und ich starte gerade mit dem Bereich Familie. Wir sind eine Familie, fünfköpfige Familie, aus MG, mein Mann ist ein manifestierender Generator, 6-2. Meine Tochter, die Älteste, ist auch manifestierende Generatorin, 2-4. Der Sohn, der Mittlere, der ist 15, der ist Manifestor 1-3. Der Kleinste ist Projektor, 7-jährig. Der ist ein Projektor wie ich, aber 6-2 Profil. Und ich selber bin Projektorin mit 2-4 Profil. Und das sind so ganz unterschiedliche Human Designs. Also das sind so ganz unterschiedliche Energieformen eines Menschen, Energietypen einerseits, aber auch die Profile sind anders, die Variablen sind anders, die Kanäle sowieso, wir springen unterschiedliche Tore mit. Und das ist das, was dann eben das Leben interessant macht, auch die Unterschiede ausmachen und für mich ganz viel erklärt hat. Und zwar ist jetzt gerade zum Beispiel Familie ein Thema, dass da die Profile so unterschiedlich sind. Also ich mit 2-4, wie auch meine älteste Tochter, wir lieben es, in Gemeinschaft zu sein. Also mit Menschen, die gleich ticken, die, mit denen wir tiefe Herzensverbindungen eingehen, mit denen wir tiefe Gespräche führen können. Wir hassen Smalltalk. Und wir sind unsicher, also unser System wird unsicher, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren diesen Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, unser Netzwerk, also unsere nächsten Menschen. Und das ist dann auch so, bei mir zum Beispiel war das so, ich habe immer mein Netzwerk sehr gepflegt und bin nie aus diesem Netzwerk ausgestiegen, wenn nicht schon wieder etwas Neues da war. Das ist so typisch für die Vierer, die brechen eine Beziehung erst ab, wenn die neue schon wieder da ist. Und das zeigt sich bei mir, das zeigt sich auch bei meiner Tochter. Und was wir auch beide brauchen, ist der Rückzug. Also einerseits sind wir gerne unter Leuten, sind wir gerne mit Menschen, die gleich ticken. Nicht mit vielen Menschen, die alle irgendwie Party machen, aber sich nicht so gut kennen. Das ist nicht so unseres, aber eben Menschen in tiefer Verbindung. Und gleichzeitig brauchen wir die Höhle, den Rückzug. Und das ist das, was ich und bei meiner Tochter genau gleich ist, so stark fühle. Also ich habe immer schon mich gerne zurückgezogen, mich mit mir beschäftigt im Zimmer, schon als Kind, auch meine Tochter, sie hat stundenlang im Zimmer etwas herumwerkeln können.
als Generatorin sowieso. Und da ist es, ja, ist es so Unterschied zu einem 1-3-Manifestor. Also die 1, der braucht auch Rückzug, der braucht auch ganz viel Zeit für sich, der beschäftigt aber sich da mit dem Vertiefen von Wissen, mit Forschen, mit Eintauchen in eine Thematik. Und die 3 ist dann ja, er macht noch Erfahrungen, aber auch mit sich. Also er ist überhaupt nicht der, der unter Leute geht, der ein Netzwerk braucht, der irgendwelche Abmachungen trifft mit Freunden und so. Und kann es auch fast nicht haben, sowieso als Manifestor, wenn man über ihn bestimmt, mit wem wir ausgehen, wenn wir mit Leuten etwas machen. Es geht noch so recht gut, wenn wir alleine als Familie unterwegs sind, oder ich mit ihm oder er mit seinem Papa. Aber nicht mit Leuten, er braucht es wie nicht. Und als Kleinkind hat er mir immer ein bisschen leid getan, oder als so Kindergärtner, Primarschüler, wenn er so nicht so abgemacht hat oder auch machen konnte mit Kindern, wie jetzt die Tochter. Und das war für mich so nachher zum Glück ein Augenöffner. Er braucht es nicht, er will es nicht, es macht ihm überhaupt nicht aus, mit sich alleine Zeit zu verbringen. Im Gegenteil, er kommt heim und geht ins Zimmer. Er braucht das. Und ja, das ist dann so ein Unterschied, dass wir merken, wie bei den Kindern. Und es gibt ja dann eben auch von den Typen her nochmal so Riesenunterschiede, auch was Thema Schlaf angeht. Also wenn ein Generatorkind sich noch auspowert am Abend, ist das richtig, und es soll da wirklich seine sakrale Power noch rauslassen, noch ums Haus springen, noch herumtoben können. Und es wird nachher zack einschlafen. Das war so bei meinem Kleinsten und bei meiner Tochter. Und der mittlere, die Knaben brauchten viel länger. Also der Projektor speziell, der braucht wirklich lang, um ja, einzuschlafen. Dann hat er noch einen Linkspfeil oben links. Dann die Variable, da braucht es wirklich auch nochmals Zeit, um abzuschalten, um ja, einfach auch um seine Energien rausfließen zu lassen. Er liebt Rituale. Wir haben da Rituale am Abend und es braucht mich viel mehr als jetzt bei meiner Tochter. Die powert sich noch aus, die macht noch Sport, die geht noch raus und schläft nachher zack ein. Und der Manifestor wiederum, der ist so, eben, er ist gerne allein im Zimmer. Er ist dann eher, dass er noch tüftelt und etwas herausfinden muss oder nochmals etwas lesen will, aber er macht das mit sich selbst. Er braucht nicht diese Begleitung. Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, mit wem du zusammen lebst, brauchen die einen viel mehr Rückzugsmöglichkeiten als die anderen. Oder viel mehr Möglichkeiten, also ja, viel mehr Rituale am Abend. Gerade wenn du Linkspfeil oben links hast von deiner Chart aus gesehen, mich beißt etwas an der Nase, brauchst du Rituale oder dein System liebt Rituale. Gleichzeitige, gleichbleibende Essenszeiten, gleichbleibende Schlafenszeiten, Arbeitszeiten. Menschen mit Linkspfeil lieben die Struktur durch den Tag, auch Schulstundenpläne zum Beispiel. Was hingegen Rechtspfeiler sehr intuitiv essen, intuitiv schlafen, intuitiv lernen würden, wenn sie das denn können und diesen Freiraum haben. Das merken wir auch natürlich sehr in der Familie. Mittlerweile ist es so bei uns, ich und mein mittlerer Sohn haben Linkspfeil da, wir essen gerne zu den gewohnten Zeiten und die anderen dürfen sich holen, wenn sie Lust haben. Sie setzen sich manchmal auch dazu zu uns, essen dann aber vielleicht nicht viel, sondern vorher oder nachher. Und das war am Anfang für mich recht stressig, recht herausfordernd, dass sie dann einfach essen, wann sie wollen und alleine und nicht mit uns. Aber das hat sich gelegt, als ich gesehen habe, wie leicht es wird. Ich könnte da noch ganz viel erzählen über Familienalltag, Leben, ja, mit dem Bewusstsein über das Human Design der anderen in deiner Familie. Ein Beispiel möchte ich noch geben, das ist schon der nächste Bereich ist die Beziehung. Also auch da eben dieses, wer braucht Rückzug, wer geht gerne unter Leute, das zieht sich durch. Was dann aber auch noch dazu kommt, ist die Sexualität. Es gibt Tore der Sexualität, die sind dann halt viel feuriger, viel lieben auch häufigere Sexualität, auch häufigeres Zusammenkommen, Zusammensein. Die sind viel, ja, haben viel mehr dieses
sehnsüchtige Lieben. Und bei uns und bei mir und meinem Mann ist es so, er hat, ich glaube, 5 dieser sexuellen Tore schlummernd oder aktiviert und ich 1, nur schlummernd in einem Zentrum. Zusätzlich ist er Generator, also MG, aber mit diesem sakralen Motor. Das ist, er könnte immer und ständig, wenn es ihm Freude macht. Und da er diese Tore hat, die Sehnsucht und dieses Feuer, und ich entfache ihm auch noch, ich habe so ein Magnettor, also ein gegenüberliegendes Tor, dass ich ihm den Kanal schließe, was gerade so um Sehnsucht und Sexualität, Anziehung geht, da ist es natürlich so, dass er viel mehr Lust auf Sexualität hat, quantitativ mehr Lust hat. Und das ist dann schon auch ein riesiges, tiefes Verständnis, das wir da bekommen haben, als wir das gesehen und verstanden haben, dass das halt so ist. Und die Möglichkeiten, was bietet sich denn und wie kann ich das auch und was hilft mir, dass ich, also dieses, ja, dass ich da nicht in einen Frust oder einen Druck hineinkomme, gerade noch mit undefinierter Wurzel. Und wenn wir zusammenkommen, wir sind beide undefiniert im Emotionszentrum, beide undefiniert im Wurzelzentrum. Und wenn wir zusammenkommen im Komposit, ist Wurzel und Emotionszentrum definiert. Also plötzlich fühle ich Emotionen, die habe ich alleine nie. Fühle die Wellen. Ich surfe eine Welle, wenn er da ist. Er ebenso. Und das kennen wir nicht von uns selbst. Das ist so wirklich ganz schön zu sehen, was sich da am Geschenk auftut, wenn wir das wissen und kennen, auch vom Gegenüber in unserer Partnerschaft. Genau, und was jetzt auch das Geschenk sein kann für deinen Körper, für deine körperliche Gesundheit, da gehe ich jetzt gerade mal so in den Energiehaushalt rein. Also ein Generator, der nicht seiner Freude folgt, also nicht das macht, was wirklich so innerlich erfüllend ist, wird ausbrennen. Sein starker sakraler Motor wird ausbrennen. Energielosigkeit, Krankheiten können daraus entstehen. Und das ist wirklich das, was ich den Generatoren, die in einem Job sind, der ihnen absolut keinen Spaß macht, oder irgendwo auch wohnt, wo das nicht seinen Variablen in der Umgebung und dahinter die Töne, Farben und Basen zeigen dir, welche Umgebung dir entspricht, beim Pfeil links unten. Da, wenn du da lange Zeit da drin lebst und dich bewegst in diesem Umfeld, was dir nicht dient, dann wirst du krank, energielos. Und der Energiehaushalt eines Projektors zum Beispiel, da kann ich ein Liedchen singen, ist immer tief, wenn du auch probierst zu schaffen, zu geben, 8 Stunden am Tag irgendwo arbeitest und es wird nicht funktionieren. Für dein System ist es nicht korrekt. Der Projektor braucht Pausen. Immer wieder mal 5 Minuten hinlegen und nichts tun oder auch länger. Also deine Aura ist nach vorne gerichtet und da kann nur abfließen, wenn du wirklich nichts tust und nichts mehr reinlässt. Das heißt nicht noch ein Buch lesen oder ein Podcast hören, wenn du nichts tust. Das heißt wirklich nichts tun. Oder jedes Zentrum in unserem Körper ist einem Körperorgan zugeordnet und einer Körperfunktion. Und das ist sehr spannend. Wo lebst du deine Zentren gesund oder die Thematik darin gesund und wo nicht? Ich kann jetzt nicht in alle 9 Zentren reingehen. Wir haben auch schon Workshops gehalten über Gesundheit in den Zentren. Das findest du auf meiner Homepage und sonst schreib mich an, dass du das siehst. Wenn du Herausforderungen hast mit deinem Körper, hilft dir Human Design auch wirklich, wieder in deine Energie zu kommen, dich selbst zu heilen, gesund zu werden. Genau. Dann im Sport, ein Lieblingsthema. Ich mache ja Mentaltraining für Sportler und da nehme ich Human Design einfach mit rein, um gerade im Teamsport zum Beispiel die Rolle im Team klarzustellen bzw. ihnen klar zu machen. Vielmals ist die Rolle schon so verteilt. Das merkt man ja selbst, wer übernimmt den Lead, wer hat da Führungsqualitäten, wer hält die Mannschaft vielleicht auch zusammen, auch wenn es mal nicht so läuft.
Aber da geht es gerade zum Beispiel darum, die Fünfer, die Helden, die haben auch große Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und der Umgang mit diesen Erwartungen, wenn du das weißt, dass du zum Beispiel eine Fünf bist, ist sehr, sehr wichtig. Also, dass du weißt, wie mit diesen Erwartungen umgehen. Und gerade ein Fünfer übernimmt oft den Lead, die Führung, die ja, zeigt oder erklärt der Mannschaft, wie es funktioniert. Auch zum Beispiel die 4-1, das Profil, wo es wirklich darum geht, die Brücken zu schlagen zwischen Menschen, aber auch zwischenmenschlich, aber auch ja, zwischen zwei Teams, wenn es auch Gegner sind, da immer auch wieder zum Beispiel runterzufahren, zu schlichten, die Verbindung herzustellen. Wenn es das so einer hat in einem Team, ist das natürlich mega cool. Das jetzt nur schon von den Profillinien her. Auch da die Einer, Zweier, Dreier sind eher so die Einzelkämpfer, Einzelsportler, beziehungsweise auch in einer Mannschaft, die ist eher für sich und vielleicht noch ihre Linie agieren und da sehr stark bewirken oder vieles bewirken. Und die 4, 5, 6er sind eher, das sind die transpersonalen Profile, wo es wirklich auch übers Persönliche raus, die wollen über den eigenen Erfolg hinaus erfolgreich sein, also mit dem Team, mit der Ganzheit. Und auch zum Beispiel bei den Typen ist es so spannend, welche Menschen oder Typen wählen welchen Sport, und gerade auch das definierte Herz zum Beispiel, das ist das wettkampforientierte Wesen vom Human Design her, und die anderen eben nicht so. Oder ist auch so, dass der Wille zum Beispiel bei definierten Herzen viel stärker ist und die können mit dem Willen alles erzeugen, aber das ist beim undefinierten Herz viel weniger so. Wenn ein Trainer zum Beispiel das weiß, kann er dich viel besser fördern und fordern und motivieren auch. Und der Trainer selbst weiß, wie er jede Spielerin oder jeden Wettkampfsportler anpackt, also ja, mit dem geht und für sich selbst auch ganz viel rausfindet, wie er funktioniert. Das ist so hilfreich für alle Sportler. Und dann noch für dich im Business, da gibt es ganze Podcast-Folgen von mir, weil ich das liebe, dieses Thema Business, also wie baust du Reichweite auf, das ist unterschiedlich je nach Typ, wie setzt du dir Ziele, auch das machen nicht alle gleich, nicht alle können große Ziele sich setzen, sondern Generatoren, die brauchen die Ziele heruntergebrochen, damit es sie erfüllt, damit sie sich das vorstellen können. Oder die Positionierung auch. Wie breit positionierst du dich? Wie spitz muss deine Positionierung sein? Das ist beim Projektor viel spitzer als bei einem Generator zum Beispiel. Und ja, auch wie viele Kanäle aufs Mal nutzt du für dein Marketing? Wie ist dein Marketing allgemein aufgebaut? Je nach Profil, nach Kanälen, auch welche Thematik hast du, welches Thema, da schaust du am besten auch noch in deine bewusste Sonne, das Sonnentor mit der Linie dahinter rein. Da gibt es so viel, das ich dir jetzt hier erzählen kann, aber schau doch dich um, auch in den anderen Podcast-Folgen oder in YouTube-Videos, findest du sicher was. Genau. Und speziell dich als Mensch, als Frau, als Mann, da gibt es auch so viel, kann ich nur sagen, von mir aus. Also ich habe mich erkannt, mich noch viel mehr akzeptiert, das ist wie auch die Wissenschaft der Selbstakzeptanz, der Selbstliebe. Ja, und ich bin mir meines Werts bewusst, meiner Potenziale bewusster, und ich weiß, ich lebe das auch noch nicht immer, ich auch die Strategie auf Einladung zu warten, das war für mich am Anfang sehr herausfordernd, und seit ich weiß, ich muss mich nur noch äußern oder helfen oder unterstützen, wenn ich eingeladen werde, das hat so vieles erleichtert. Und die Strategie und das Zuhören auf deine Autorität, deinen Entscheidungsweiser, ist das A und O bei Human Design. Da nützt es nicht, wenn du deine Tore alle kennst, deine Potenziale, deine Qualitäten aus den Schaltkreisen, sondern folge deiner Strategie und vertraue deiner Autorität. Und da lebst du schon, ich sage immer gern, bis 90% deines Designs.
Genau. Also, du weißt jetzt so viel, also das heißt, du weißt noch nicht viel, aber du hast vielleicht einen Einblick, eine Breite bekommen oder den Einblick in die Breite von Human Design, wie viel Human Design auch dir bringen kann. Und wenn du in die Tiefe mehr wissen möchtest, schau doch rein. Wir haben Masterclasses abgestimmt auf jeden Human Design-Typen oder wir haben sogar die Ausbildung für Human Design, für einen Human Design Guide. Wenn du gerne dieses Tool, dieses Wissen auch weitergibst an deine Kunden oder nutzt für deine Kunden, dann ist diese Ausbildung ideal. Das beginnt mit Modul 1, da geht es um die Verkörperung deines Designs zuerst. Dann gibt es das Modul 2, Begleiten, wo es darum geht, dass du genau herausfindest, also wie ist dein Weg mit Human Design, wie willst du das deinen Kunden weitergeben, was darf man sagen über Human Design, was nicht. Du lernst praktische Readings zu machen, du lernst also eine Chart zu lesen. Dann gibt es Modul 3, das geht es um Familie, zwischenmenschliche Beziehungen und Kinder. Da ist wirklich dann eben auch die Tore der Liebe, die Tore der Sexualität. Wie lernen wir? Was passiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen? Wie erstellt man Komposit? Und so weiter. Dann gibt es das Modul 4, die Variablen, also die Pfeile, die ich auch vorhin angesprochen habe. Da geht es, die einen geht es ums Gehirn, dann um Nahrungsaufnahme, Wissensaufnahme, dann geht es um die Perspektive, um die Motivation und ums Umfeld. Eben, was tut dir gut, wo lebst du, wie viel Bewegung brauchst du auch, zum Beispiel dein Körper, dein System. Und Modul 5, das sind die Gene Keys. Die Gene Keys ist also die weibliche Herangehensweise ans Inkarnationskreuz, an deine Lebensaufgabe. Da lernst du zu diesen vier Toren die Schatten kennen, deine Gaben und auch die Siddhi, das ist so das Licht, wie das ist so das Höchste, das man anstrebt. Und es erzählt dir einfach, für was bist du hier, wie kannst du deine Aufgabe hier in diesem Leben noch mehr leben. Ganz viel geht es um Kontemplieren, ums Integrieren, gar nicht viel um so Wissen. Es reicht eben, wenn du diese vier Tore dann kennst und dich damit auseinandersetzt. Das geht 5 Wochen, alle anderen Module gehen 4 Wochen bis Modul 1, das ist 6 Wochen. Und du kannst alle Module auch einzeln buchen. Wenn dich das interessiert, schau vorbei auf meiner Homepage. Und am 19. März, wenn du den Podcast vorher schaust, machen wir diesen ganzheitlichen Workshop über diese verschiedenen Bereiche, die ich vorhin angesprochen habe. Schau da rein, melde dich gleich noch an. Er findet in einer separaten Facebook-Gruppe statt. Human Design für dich, deine Familie und dein Business statt. Und dort in Zoom. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, findest du dort auch die Aufzeichnung. Also in dem Sinn, alles Liebe. Ich freue mich, mit dir zusammen zu gehen. Vielleicht magst du jetzt auch dein Human Design noch näher entdecken oder neu entdecken, wenn du es noch nicht so kennst. Und schreib mich an, wenn du Fragen hast oder ein persönliches Reading brauchst und willst. Bis bald. Tschüss und bis zum nächsten Mal.